kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch am Limit. Ich werde jetzt deinen Pimmel anfassen. Oh, hell no! Ich muss auch die Seiten quer, das wird ein bisschen schwierig. Ich hole mir meinen Respekt, indem ich gut blase, Chat. Das ist mein Respekt, den ich dem gegenüber zolle. Du kannst halt einfach geile Aufnahmen machen. Digga, das ist so ein schöner Hund, oder? Are you serious? Hier öffnet sich die Tür. Ja, Kuno. Hier musst du. Sie kommt. Nein, sie kommt hier. Hello there. Scheiße, ich hab die falsche Tür. Deswegen. Ey, das hätte nicht so laufen, das war alles anders geplant. Ich komm nicht rein, Nochmal. Was sind deine letzten Worte für Pat? Es war so schön mit dir, mein Freund. Ich hab dich kennen und lieben gelernt. Geh gut mit Rikes um. Er ist das Beste für dich. Es ist dein Vater, dein Leiblicher. Was geht eigentlich bei Tanzi so? Oh, geil, ja, geiler geil, Blitz, Mann, Bro. Ich bin voll. I still see your shadows in my room. So habe ich eigentlich die ganze Zeit ein relativ cleanes Gesicht und dann will ich einmal live gehen und dann sieht das so aus, als ob ich so Überherpes habe, weil ich mit 23 Nutten geschlafen habe. Das waren genau 23. Ach, Digga, du bist ja wirklich. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Check hier? Guck mal, wie weiß. Weiß, ja. Nee, ihr seid krass. Hier. Oh, Alter. Boah, was sind das für Schenkel? Wow. Mashallah. Inzwischen. Tatsächlich, Führerschein würde ich nur machen, wenn ich mir auf Madeira irgendwann eine Wohnung oder ein Haus miete, was nicht zentral ist und ich dann ein Auto brauche. Dann würde ich mir einen Führerschein holen. Weil ich mag es, in der Stadt zu wohnen, aber manchmal nervt der Krach. Welcher Krach? Hallo? Ja, ist da das Spaßpaket, was ich bestellt habe? Hallo? Leider keinen Empfang! Ach ja, das bisschen. Es erkennt mich keiner. Es ist so geil, weil die alle aus irgendwelchen anderen internationalen Ländern kommen. Die kennen. Mann, das kann doch nicht sein! Digga, du hast mich gerade so gefickt, wirklich. Du hast mich so gefickt. Ich sag gerade, es ist so geil, keiner erkennt mich. Ja, meine. Zurück zu Rohat. Hey, that's crazy. Ja, what the? Doch lieber Adam. Das am Anfang ist er seriös und dann wird er irgendwann sauer. So wie mein damaliger Arbeitgeber. Und sowas kommt immer nicht bei Sata Hugo rein. Wenn ich mir mal Gedanken auch mache um meine Sprüche. Hey, naja. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja. Ich versuche dich ein bisschen zu besänftigen jetzt. Ein Monat. Sie hat gar nicht viel Spaß erklärt. Ich glaube, das hat sie nicht. Sie hat so aufgefangen. Die werden wahrscheinlich Live-Übersetzungen haben. Die wissen schon, was wir in den Taschen haben. Die wissen sogar, was du denkst. Die wissen sogar, wie das Orange Flamingo. Und die wissen sogar von den besten Angeboten auf www.markgeber.com. Was läuft so bei Elden Ring? Chillig. Machen wir weiter. Das ist natürlich mega geil. Und für die Unterstützung bekommt man dann nicht nur Zugriff auf das komplette Archiv, den heutigen VIP-Stream, die Planungs- und Schnittstreams in der nächsten Zeit, sondern auch vieles mehr. Der nächste VIP-Podcast ist nächste Woche Montagabend. Haltet euch fest, jetzt kommt das Schlimmste. Nach dem dritten Mal schlafen, dachte ich, dass ich ins Navi meine Adresse eingebe, fahr 2 Stunden. Dann steht oben, Fahrzeit 20 Minuten. Ich guck rum. Hä, hier ist eine Baustelle. Bei mir ist keine Baustelle.
Warte mal, das macht gar keinen Sinn. Das ist gar nicht meine Gegend. Ich zoome bei meinem Navi raus. Bin ich in Rostock? Digga! Ey, Digga! Ich bin zusammengebrochen. Ich bin zusammengebrochen. Da habe ich halt einfach nach dem Aufstehen auf chillige Basis Rostock statt Berlin eingegeben. Ey, ich bin 2 Stunden nach Rostock gefahren, nach 13 Stunden im Auto sein und 750 Kilometer fahren, bin ich auch noch nach Rostock gefahren, anstatt zu Berlin. Ich dachte, ich ist... mich auf den Tod. Wie viel Uhr haben wir? Come on, give me a... Boah, sollen wir den ersten Schuss machen? Sollen wir mal einen Schuss machen? Konzentration. Nope. Oh my God. Nope. Irgendwann später. Aber die machen wir jetzt auch nochmal zum Essen. Alter, das ist Knack und Back? Knack und Back. Oh, darf ich beide aufmachen? Ja, du darfst beide aufmachen. Nee, ich will auch eins. Okay. Hä? So macht man die auf. Nein, man zieht... Oh, das ist aber echt cool, das ist aber badass. Man macht die so auf. Nein, man zieht das hier ab. Nein, mach die so auf, mach wie ich. Entspannen. Ja, hier, warte mal, hier, warte mal. Ja, ja, hoppa. Hoppa, die Pini, du. Hoppa, da, hoppa, hoppa, hoppa. Ja, ja, du. Na, ja, ja. Wisst ihr, wo das Schwert ist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich in seiner Scheide. Hä? Versteht ihr? Weil. Nö. Ich hab Google. Wieso hast du denn wirklich so viele Handys dabei? Gefickt, Digga. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Wo seid ihr? Also Lola, wir sind wie gesagt hier bei diesem Ding, dieses Reflexespiel, weißt du? Hier ist dieser Hammer und... Hab den Stream geklaut. Stop, riecht nach supportive Zuschauer. Dankeschön, dass ihr alle hier wart. Dankeschön. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniert kein Konzept. Oder Big Mac, bann den weg.